Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doom. Ich glaube, wir entriegeln das Ganze mal und schauen, was uns dahinter erwartet. Oha. Oha. Ja, das MG lohnt sich. Ups, warte, lass mich doch mal hier hochklettern. Was ist denn eigentlich das da hinten? Es leuchtet so schön. Ah. Ein Effekt. Gut. Gar nicht mal schlecht. Nicht ziemlich cool hier gerade. Berserker-Effekt mag ich. Schade, vorbei. Ey! Oh. Da hinten ist noch irgendwas. Du bist hier am Rumrumoren. So, dann kriegst du meinen letzten Schuss ab. Jetzt haben wir wieder Muni. Und der kriegt auch noch ein bisschen was ab. So, war es das scheinbar noch nicht, der Musik nach zu urteilen. Ah, hi. So, Glory Kill. Kriege, weiß nicht, werfen die immer Zeug ab von der Waffe, mit der ich sie erschossen habe? Oder random? Mir mehr oder weniger random vor. Aufzug rufe ich mal. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Wahrscheinlich bei dem großen Areal hier. Da wir noch leben. Ja, wahrscheinlich kriegen wir nachher noch einen Flammenwerfer oder irgendwas, wofür wir dann hier die Kanister brauchen. Nö, sonst sieht es aber ganz gut aus. Diese Berserker-Rune hat sich tatsächlich ordentlich gelohnt. Schön. Gut, dann jetzt zum Aufzug. Mal gucken, was uns da erwartet. Ab nach oben. Ah, sieh mal an. Danke. Nehme ich doch gerne mit. Schlaf doch mal nicht auf den Einrichtungen. Scanner der Einrichtung blockiert. Komm zum Vega-Terminal, dann bekommst du, was du brauchst. Das ist frech, aber gut, dann müssen wir jetzt wohl doch nochmal runter. Wo ist denn das Vega-Terminal?
Ja, wie sieht's aus? Da kommen Gegner. Bleib da. Sollen wir jetzt hier hochklettern? Oder wie ist das gedacht? Na, so ganz ungefährlich ist das hier nicht. Na, immerhin Rüstung. Brauchen wir aber nicht. Hier geht's dann wohl weiter. So, tschüss. Ach, die mit ihrem Schild immer. So, hier können wir aber wirklich weiter, wie es scheint. Hallo. So, die werden erledigt. Sonst niemand da. System offline. Bereich entriegeln. Okay, können wir hier dann machen. Hier haben wir noch was zu mitnehmen. Besessener Wachmann. 2. Ach ja, genau. 2 Kills, 22 Glory Kills. Da haben wir, glaube ich, noch nichts. Und dort haben wir auch noch nichts. Artefakte. Ah ja, stimmt. Das Berserker-Ding hatten wir noch gefunden. Oh. Wenig Muni. Fehler, da geht es auch nicht weiter. Gut, dann gehen wir mal runter und entsperren das Zeug. Spielkinder. Kernhitze an der Obergrenze. Dann bolzen wir einfach mal rein. Okay, das ist nicht gut. Ich würde ungern sterben. Naja. Mal wieder nicht aufgepasst. Laden wir das Ganze nochmal neu. Und dann geht's weiter. Ah, hier wieder. Naja, passt ja.
So, das wären die soweit. Hi. Gut, der Codex-Eintrag ist jetzt auch nicht mehr da. Macht Sinn, den hatten wir ja schon. Ah, fuck. Nee, 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 nee. Hier möchte ich gerade nicht hin. War nicht noch irgendwo leben? Leider nicht. Aber vielleicht können wir die ja hier reinlocken. Ja. Der zum Glück auch mit der richtigen Seite. So, das ging besser. Mhm. Na, das hat sich gelohnt. Okay, dann rüsten wir mal unseren Anzug mal wieder auf. Scanning, Ausrüstung. Die Effektivität von Verstärkern ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Kaufe ich mir. Möchte ich haben. Sonst ist hier aber nichts mehr, oder? Nee. Ah, finde ich ja schön, dass, wie gesagt, so kleine Abkürzungen, dass die immer mal wieder belohnt werden. Njam. So, erledigt die Viecher. Immer noch Fehler hier. Da geht's nicht weiter. Das wird auch gleich nach Gegnerangriff aus, oder? Verdächtig ruhig. Wir könnten hier runter. Bringt das was? Ich schon, da wäre ein Gegner. Allerdings war das nur die Tür, die sich automatisch geöffnet hat. Dann aus lauter Panik direkt mal eine Granate geworfen. Bringt tatsächlich nichts. Okay, ich hätte mir gedacht, dass da vielleicht was ist hier unten. Gut, dann müssen wir wohl doch in den Aufzug. Ah ne, das ist wohl hier das Vega-Dings. Okay. Ein Vega-Terminal. Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen. Dir auf deinem Weg helfen. Wenn du den Energiestoß überstehst. Ach, okay, jetzt können wir hier Rüstung, Munition oder Gesundheit. Ich glaube, ich gehe mal erst auf die maximale Gesundheit. Ich weiß nicht, also ob wir alles mal vollkriegen. Ich glaube, ich power erstmal die Gesundheit, dann die Munition, dann die Rüstung hoch. Oder abwechselnd, ich weiß noch nicht genau. Du hast eben reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die Rest.
restlichen Agentzellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und ob wir eine Kernschmelze verhindern können. So, hier geht's wohl weiter. Dann gucke ich mal, ob ich da hinten noch hin kann. Nee. Immer noch nicht. Das hatten wir doch im Teil 3 ja auch schon gehabt. Also Reaktoren sind ja immer so ein beliebtes Mittel hier. So, wie gesagt, wir haben eine Elitewaffe zumindest mitgenommen. Keine Extras gefunden. Und immerhin, ja, immerhin eine Herausforderung. Passt. So, jetzt da der Satellit wieder online ist, werden das Ausmaß und der Ursprung des Angriffs erkennbar. Olivia Pierce, die leitende Wissenschaftlerin des Lazarus-Projekts und Kultanführerin, hat eine Höllenwelle aktiviert und hunderte von Dämonen aus ihren Zellen in den Lazarus-Laboren befreit. Die dadurch ausgelösten Zerstörungen haben die Einrichtungen an den Rand der vollständigen Vernichtung gebracht. Die Reaktoren der Gießerei stehen kurz vor der Kernschmelze. Samuel Hayden, ein Überlebender und zugleich Chef der Marsstation, hat dir seine Hilfe angeboten, falls du sie brauchst. Was nicht der Fall ist. Du brauchst nur Munition und eine Möglichkeit, die Kernschmelze zu verhindern. Jawohl, so, dann stellen wir uns mal wieder auf Offline. Und fahren fort. Mit der Kernschmelze. Transfer abgeschlossen, alles klar. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Okay, du kannst ja durch Kämpfe Waffenpunkte verdienen. Ich werde dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Okay, durchs Kampf kannst du dir Waffenpunkte verdienen, die Waffenverbesserung, also deine Waffenbewertung verbesserst du, indem du während einer Mission so viele Dämonen wie möglich findest und tötest. Gut, schön. So, dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Folgenstopp. Danke fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.